ihr seht, sammelt sich das Orga-Team oder zumindest das Teil vom Orga-Team, was gerade die Hände und die Zeit frei hat. Das Orga-Team ist noch größer, aber es sind halt ein paar Repräsentanten sozusagen hier. Wer nicht hier ist, ist der Sebastian, der ist gerade nicht bühnentauglich, deswegen haben die mich nicht alleine gelassen, sondern sie sind jetzt alle mitgekommen. Es geht aber jetzt, also keine Sorge, wir werden jetzt nicht singen oder irgendwelche länglichen Ansprachen halten. Okay, vielleicht doch. Ja, ich muss auch los. Ja, das mit den länglichen Ansprachen, das kriege ich hin. Das ging mir mehr um den Timing singen. Ihr habt das gewünscht. Im Wesentlichen ist das jetzt die Closing Ceremony und ihr kennt das so aus Funk und Fernsehen, dann kommen Schulkinder rein mit bunten Fähnchen und drehen Kreise oder so. Das hatten wir alles vorbereitet, ja. Aber dann hat die Schulklasse gemerkt, dass Pfingsten ist und das alles abgesagt, das ging natürlich nicht. Dann haben wir versucht, schwarze Käfer zu dressieren, die haben wir extra einfliegen lassen. Das ist eine besondere musikalische Art. Allerdings sind die irgendeiner Subversion verfallen und sind einfach ausgebüxt. Vielleicht habt ihr den einen oder anderen ja hier auf dem Gelände gesehen. Wir haben sie nicht mehr zu der Choreografie überzeugen können, die ursprünglich geplant gewesen ist. Also ist es, jetzt kommt es anders. Deswegen machen wir es einfach so, wie wir es machen. Hier sitzen die Potsdok-Chöre, Potsdok-Singers, aber die singen. Und wir machen jetzt eine Closing-Zeremonie, in der wir es uns gegenseitig erzählen, wie wir das hier erlebt haben. So, das ist so im Prinzip die Idee. Also eine ausschweifende Feedback-Runde. Das Orga-Team erzählt die Erfahrungen mit den Teilnehmenden und die Teilnehmenden mit dem Orga-Team oder wir unter uns. Und am Ende ist die Idee, machen wir es wie auf dem chinesischen Parteitag, dann klatscht jeder für jeden. So, das dauert jetzt noch eine Weile. Bis dahin gibt es noch ein paar organisatorische Ansagen und einen Teil mache ich vorher, einen Teil später. Erstmal möchte ich was zeigen. Das habt ihr natürlich alle schon oder viele schon an, diese wunderbaren T-Shirts. Ich habe da noch eins vom letzten Jahr und hatte gedacht, ich verzichte mir ein zusätzliches zu kaufen. Aber mir wurde gerade gesagt, es gibt auch richtig gute Männergrößen bis 5XL. Und da muss ich natürlich zuschlagen. Und davon gibt es immer noch welche. Also Männer L bis 5XL ist immer noch zu haben. Es ist noch nicht ganz klar, ob man die hinterher auch online bestellen kann. Also wer immer mit der Idee spielt, na, vielleicht ist das ja doch ein Tüchlein für mich, der sollte vielleicht auch nicht warten, sondern jetzt nochmal eben zuschlagen. Kostet 30 Euronen. Ist vielleicht jetzt kein so großer Schnapper, aber was da hinten drauf ist. Ja, es sind nicht alle drauf. Es wird noch an Bügelhilfen und Aufbügelflicken gearbeitet. Vielleicht kann man das ja noch ergänzen, das eine oder andere. Also meldet euch dann einfach bei der Orga. Bei mir können Sie sich ruhig melden. Bei dir? Bei Inga. Bei Inga. Ich nehme auch noch einen. Und da hat sich gerade schon die Inga zu Wort gemeldet. Inga, wie war denn das Postzeug für dich? Sehr flauschig. Weniger stressig als letztes Jahr. Bitte was? Weniger stressig als letztes Jahr. Oha. Obwohl mehr Leute da waren? Ja, weil irgendwie habe ich mir mehr Zeit genommen, auch mal was für mich zu tun. So. Da merkt man den Spiegelzwilling. Ich hatte einen Tag sehr viel Stress und habe sehr viel gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, welcher Tag es war. Der Samstag. Da hatte ich nach 3 Stunden schon mein Tagesbewegungsziel erreicht. Heute ist Montag. Ja, aber dafür habe ich dann mir gestern auch Zeit genommen mal für mich und habe dann auch mal Bühnenshows geguckt und so. Das habe ich am Samstag fast gar nicht machen können, ja. Weil so viel zu tun war einfach und ich nicht delegiert habe. Das ist so ein bisschen die Frage, genau. Also nicht genug delegiert. Ich habe delegiert, aber nicht genug. Das war ja schon ein Problem im letzten Jahr. Das sollte dieses Jahr ein bisschen. Es war besser. Also, wie gesagt, es war nur dieser eine Tag da. Okay. Ja. Aber nee, war schön. Ganz insgesamt. Und ich mag es ja eigentlich auch so organisieren und Dinge zu tun und so. Naja, gut, aber es kommt natürlich immer mal so ein Punkt, wo es dann vielleicht dann doch eine lästige Pflichterfüllung wird. Und man denkt ja, jetzt kann das denn nicht mal jemand selber machen? Oder da liegt jetzt Schmutz oder kann denn da nicht mal jemand von alleine auf die Idee kommen? Das lief gut. Also ich fand das Putzen, also die HelferInnen, die waren wirklich, also die waren super. Also die haben alles, also muss ich schon mal sagen. Genau. Also wir hatten freiwillige Müllmenschen, freiwillige Toilettenmenschen. Also es war super. Ganz viel Hilfe in der Küche hat. Ganz viel Hilfe in der Küche.
Die AAA-Schichten, die wir eingeführt haben, jetzt sind auch super gewesen. Eine AAA-Schicht? Abwaschen, aufräumen und abräumen. Ablecken. Genau, das hatten wir ja vor und jeder nach jeder Mahlzeit so eingeführt, damit einfach auch die Teller Platz, abzulecken. Ja, da, okay. Damit Platz ist. Damit, für das neue Essen. Ja, genau. Natürlich. Ja. Beim Kopfkino geht gerade was los. Genau das. Muss ich das Flauschige auch ablecken? Für mehr Flausch, ja. 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 Okay, wie hat das denn grundsätzlich mit diesem Schichten-Ding auf meinpodstock.de funktioniert? Sehr viel besser als das analoge letztes Jahr. Ja. Ja. Aber noch nicht perfekt. Aber aus dem Hintergrund kommt die Nachricht noch nicht perfekt. Ich kann auch gerne ein Mikro rüberreichen. Jetzt gibt es ja Headset-Sharing, das finde ich ja toll. Ja. Das ist der Ralf jetzt. Hallo. Ja, es ist noch ein bisschen Verbesserungspotenzial, aber das haben wir ja jedes Jahr. Und ich denke, das läuft bis nächstes Jahr. Ja. Okay, wie die Teilnehmer damit klargekommen sind, können wir gleich tatsächlich erfragen. Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich vor dem Ereignis hier, hatte ich mich mit diesen Plänen nicht gut beschäftigt, weil ich gedacht habe, das machst du am ersten Tag hier, und bin dann so absorbiert worden in allen möglichen Gesprächen, dass ich die ganze Zeit überhaupt nicht dazu gekommen bin, mich mal ernsthaft damit zu beschäftigen. Ich gehöre zwar irgendwie zur Orga, aber eigentlich habe ich mich ganz schön rausgehalten aus allem. Also da sitzen die es wirklich gemacht haben. Die Stimme also, der Vernunft schreitet ja nur ein, wenn es notwendig ist. Ja, ich hab das so ähnlich gemacht wie im letzten Jahr. Nur diesmal schienen die Leute, die ich angequatscht habe, sie sollen irgendwas machen, scheinbar dafür eingeteilt zu sein. Ich sind nicht erzürnt davongelaufen. Ja, ich habe in der Tat manchmal das Problem gehabt, dass ich irgendwo saß und dann gedacht habe, ach Mist, da kommt ja gleich eine Schicht, den muss ja irgendwer sagen, und das bin dann ich. Oh, jetzt aber schnell. Dann hast du schnell ein bisschen was schmutzig gemacht, damit die auch was zu tun haben. Ja, klar. Sonst irgendwas flauschig gemacht, dann ging es wieder. Okay. Was haben wir sonst noch gehabt so an Orga-Sachen? Fahrdienst gab es ja auch. Ralf, du hast ja auch damit zu tun, ne? Wie hat das funktioniert? Gut, sehr gut. Ja, mehr Fahrer wie Fahrten. Das ist ja schon mal durchaus positiv. Ja, das ist natürlich gut. Ja. Genau. Also für morgen sind noch zwei übrig, aber die kriege ich noch verteilt. Aha. Ganz entspannt. Neben dir sitzt der Daniel, den haben wir gestern Platzwart genannt. Ich weiß nicht, ob das so die richtige, also er ist nicht mit dem Kreidewagen hier durch die Gegend gelaufen und hat Striche gezogen. Das dürfen wir nicht mehr. Ja, ach, das wäre richtig. Ihr habt ja auch Kreide genommen, die so eine Halbwertszeit wie Plutonium hat irgendwie. Man hörte davon, ja. Ja, aber ich habe schon geschaut, dass bei den Wohnwagen der Krümmungsgrad der Gartenzwerge den EU-Richtlinien so ein bisschen entspricht. Okay, waren die wichtig. Auch innen beleuchtet wenigstens? Na, selbstverständlich. Okay. Wir machen ja keine halben Sachen. Eskalation. Also keine besonderen Vorkommnisse zwischen Deichsel und... Wir haben ja dieses Jahr ein paar weniger Campingautos, ein paar mehr Zelte gehabt. Das hat alles wunderbar gepasst. Sind denn da jetzt welche nicht gekommen? Also ich kann mich erinnern, bei der ursprünglichen Planung hatte man noch überlegt, ob jetzt noch da vom letzten Wohnwagen bis zum nächsten noch drei hinpassen. Und jetzt sind aber gar keine. Ich war mir nicht ganz sicher, ob die offiziellen Zahlen noch kurzfristig geändert werden. Deswegen habe ich versucht, da noch so ein bisschen was freizuhalten. Ja, und da ist ja auch der Rettungsweg, also der Weg zum Da, wo das Volleyballnetz ist, das Improvisierte, da ist ja die Zufahrt zum Löschteich eben. Aber nö, also ich war hier sehr entspannt unterwegs. Ich glaube alle, egal ob mit Zelt oder mit Wohnwagen oder Wohnfahrzeug, ich glaube alle, die Strom wollten, die haben Strom bekommen. Ich glaube, jeder hat einen Platz gefunden und jede. Bisschen ruhiger, bisschen näher am Geschehen, so nach den persönlichen Vorlieben. Und ich habe jetzt nicht irgendwie mitbekommen, dass irgendwie jemand von den campenden Menschen massiv unzufrieden gewesen wäre. Und ich denke, das ist doch ganz gut, obwohl wir ja mehr Leute sind als letztes Jahr insgesamt, hat es doch alles sehr, sehr schön geklappt, nach meinem Dafürhalten. Trotz des Unwetters am ersten Abend, also das mit Einzelt, glaube ich, ist abgesoffen. Ne? Einzelt, das hat, glaube ich, ein bisschen Wasserschaden bekommen. Ansonsten sind wir ja vorher nochmal rumgegangen, haben auch zusammen die Zelte nochmal abgespannt, haben auch die Pavillons so ein bisschen gesichert, dass da das alles funktioniert. Und ja, da hatte das Wasser dann auch eine tragende Rolle gespielt. Ja, und ich glaube aus
Sicherheitsgründen so 2 Stunden oder so waren wir mal im Außenbereich ohne Strom, aber da war es ja auch wirklich sehr, sehr nass und danach hatten wir das ja alles dann auch wieder. Ich hätte übrigens gerne meine Heringe noch wieder. Ich weiß nicht genau, wer welche hat, aber ich hätte sie, danke, ich hätte sie, bringt sie einfach an die Bar, ja. Und die Tellerkopfschrauben, die brauche ich nicht unbedingt wieder, aber dreht sie bitte aus dem Rasen. Das wäre ansonsten echt doof. Ansonsten, der Akkuschrauber liegt am Grill und da steht auch ein Eimer, wo die reinkommen. Danke. Das ist gut, wer nachher beim Zelterbau nochmal den Gummihammer braucht mit der Zelthering-Ziehhilfe, den ich da habe, der kann sich dann gerne bei mir hinten am blauen Salon melden. Oha, am blauen Salon, aha. Okay. Wer ist für das Duschwasser zuständig hier? Ein Auto nicht braun. Keiner. Das will keiner gewesen sein. Nee, aber gibt's. Ja, aber gibt es. Hat sich natürlich rumgesprochen, dass es so technische Probleme gab mit irgendwelchen Sicherungen oder irgendwas, die rausgehüpft waren. Oder ich glaube, heute Nacht hat sich rausgestellt, die Zeitschaltuhr war irgendwie falsch eingestellt oder so. Vielleicht für alle, die jetzt noch nicht ganz mitbekommen haben, ein kleines Update. Ist damit nächstes Jahr wieder zu rechnen? Hoffentlich nicht. So wie ich es verstanden habe, nicht. Nee. Genau, wir wissen ja jetzt, woran es liegt. Der Fehler ist bekannt. Genau. Techniker ist informiert. Genau. Und Jack ist ja auch jetzt im Orga-Team und der kümmert sich dann einfach darum. Er kümmert sich. Apropos Technik, die Leute, die sieht man ja selten hier auf der Bühne, die Technik machen. Gerade das VOG und die Audiotechnik. Ja. Mal ein herzliches Dankeschön. Ihr habt das ganze Wochenende einen super Job gemacht und wart fast nicht sichtbar. Das war sichtbar, weil sie unsichtbar waren. Genau. Okay, ja, das stimmt. Judith, zu meiner Seite, was ist denn dein Eindruck von dieser Veranstaltung hier? Ich komme gerade noch nicht so richtig klar, dass das schon vorbei ist irgendwie. Ah, okay. Obwohl ein Tag mehr dabei war? Ja, tatsächlich. Oder vielleicht gerade deswegen, man weiß es nicht so mehr. Das fühlt sich jetzt an wie immer und jetzt musst du dann doch wieder aufhören. Ja, so ein bisschen. Okay. Aber es war sehr schön. Also ich glaube auch, den Leuten hat es Spaß gemacht, oder? So, Menschen. Was ist in deinem Orga-Bereich schiefgelaufen? So richtig. Welcher Orga-Bereich? Alles. Zurecht. Grundkurs provokante Fragen, habe ich gerade hinter mir. Okay, und wie geht's dir damit? Ist ja so. Ja, ist ein bisschen, also die Reaktionen sind ein bisschen heftig. Erfolge bleiben aus, ja, glaube ich. Ja, oder? Nö, ja. Also ich habe von Holger Klein gelernt. Der sagt ja, die beste Frage ist, wann haben Sie aufgehört, Ihre Frau zu schlagen? Ja, ich sagte, so hart wollte ich es jetzt nicht, aber ich habe von ihm gelernt, nur vom Besten. Okay. Also auf die Frage, wird es keine Antwort geben. Deswegen ist so richtig schief gelaufen. Nein, ist ja gut. Nö. Ist ja gut. Lars, wie war denn dein Eindruck? Das sagte ich gerade schon, aber hat keine Zeit. Du hast ja vollen Körpereinsatz gezeigt, ja. Und musst bis heute noch immer täglich deine Verbände wechseln. Also ja, ich habe ein paar verloren. Nein. Was? Quatsch. Körperteile? Jetzt zerfasert. Also, es ist nicht in meinem Bereich was schiefgelaufen, sondern ich bin schiefgelaufen. Also, aber wird. Es wird gewunken. Wer geht? Es wächst nach, meinst du? Renate. Tschüss, Renate. Persönliche Verabschiedung von der Bühne. Und das ist so leise, weil es ein Elektroauto ist, nur so Information. Ja. Ich hatte gerade schon so ein schweres Gefühl in der Brust sozusagen, dass ich nicht weg will. Es war wieder eine total großartige Zeit. Das fing schon damit an, hier diesen grünen Weg hochzufahren beim Ankommen. Das war so ein, ha, endlich wieder. Und das hat sich dann die ganze Zeit so durchgezogen, wieder die ganzen Leute, die ganzen Veranstaltungen hier, wie sich das alles wieder entwickelt hat von, ja, ich will nicht sagen ganz alleine, was die Orga. Ich habe zwar auch so ein Ding, aber ich habe dieses Jahr kaum irgendwas gemacht. Ich habe ja eigentlich kaum das Recht zu sitzen gerade. Aber also was? Nein.
was also hier wieder auf die Beine gestellt ist und wie sich das immer weiterentwickelt und was ich eben wahrgenommen habe, dass einige Sachen also irgendwie flüssiger liefen und so, wie sich diese Veranstaltung entwickelt, ist einfach Hammer. Und jetzt die nächste ist dann nächstes Jahr im August, soweit ich weiß. Und jetzt hatten wir eine kürzere Pause und jetzt kommt eine lange Pause und das fällt mir gerade schwer. Mhm. Vielleicht muss es ein Tagesereignis geben zwischendurch oder so, wer weiß. Ja, vielleicht nächste Woche so. Also, nächste Woche Samstag vielleicht. Nein, aber wir werden mal sehen. Ja. Also es gibt, das kann man ja schon mal sagen, oder? Ja, also jetzt so live auf dieser Bühne. So, was? Ralf und ich sinnieren über ein Herbst-Potstock-Treffen, einfach so einen Abend irgendwo, wo wir uns einfach irgendwie mal zusammenfinden und die lange Wartezeit brücken. Jo. Wir wissen noch nicht wo. Ach so, okay. Ah, es gibt's. Wo du gerade von flüssig laufen sozusagen gesprochen hast, kam mir der Gedanke Getränke und über die Getränke bin ich zum Essen gekommen. Da würde ich ganz gerne mal eben den Sven noch ansprechen. Ihr habt ja da in eurer Freiluftküche nun wirklich nochmal eine Schippe draufgelegt zu letztem Jahr, habe ich so den Eindruck. Diverse Schippen Pommes vor allem. Ja, diverse Schippen Pommes. Marty McFry, also heißt das Gerät, das hast du privat gekauft und hast es jetzt hier zur Verfügung gestellt? Ja, wenn man schon einen Elfano hat und zwei Gasgrills, dann braucht man eine gasgetriebene Fritteuse, das ist ja ganz klar. Und deswegen, und der Name Marty McFry kam dann natürlich auf Twitter auf, da kam erstmal nur Mist, ich bin enttäuscht von euch. Aber Raphael hat es gerettet, der Name stand dann fest. Okay. Udo wollte sich gerade schon das Headset geben lassen, weil er gedacht hat, du wolltest bei Flüssig über die Bar reden. Er war ganz enttäuscht. Oh, Udo, wir beide haben aber echt einen schweren Stand miteinander. Ne? Ich habe die schon bei der Opening so ein bisschen abgekanzelt, weil ich tatsächlich nicht im Sinn hatte, dass du in diesem Auto von Branko und Sven dabei gewesen bist. Deshalb habe ich nur die ganzen Podstocks davor immer erzählt, als wir auf der Bühne waren. Und also ich habe die Story schon mindestens fünfmal von ihm selber gehört. Also. Du warst also dankbar, dass er das nie nochmal erzählt hat. Oh Gott, ja. Okay, Entschuldigung. Also es war wirklich keine böse Absicht. Es ist allein meinem schlechten Gedächtnis. Es war keine böse Absicht. Es was? Entschuldigung! Ich werfe mich gleich in den Staub hier. Lass mich trotzdem noch mal zwei Sachen zur Küche sagen. Ich weiß nicht, was selber. Also, bringen wir das mit der Küche eben zu Ende. Also. Ohne Innenküche keine Außenküche. Ja, also die Außenküche ist natürlich das, was auf jeden Fall auffällt, weil es da vorne stattfindet. Und man muss auch gar nicht sagen, dass es Essen gibt. Sobald da irgendwer steht und in den Topf rührt, steht ihr alle davor. Lass das, Mensch. Ja, aber der Ehre halber, es steht ja auch im Plan. Ja. Es steht sogar eine Uhrzeit, also es war ja zwischendurch die Frage, warum kommen immer alle zur selben Zeit? Nee. Da steht aber 12 Uhr Mittagessen. Und dann ist ja die Frage, warum kommen die alle zur selben Zeit? Das ist genau der Punkt, es steht nämlich 13 Uhr Mittagessen und wenn du um 12.30 Uhr da stehst, dann stehen die da trotzdem. Okay. Ist alles dann verstehe ich es. Nein, es wurde... Was? Frag mal Daniel, wie das läuft mit dem Essen. Daniel, wie läuft denn das mit dem Essen? Mund auf, ja, Gabel rein, sehr Gabel gut. Gabel rein, ja, so Mund auf. Jetzt weiß ich, was du meinst. Ja. Ja, rechtzeitiges Erscheinen sichert die besten Plätze und es, auch wenn diese Essenszeiten in den Plänen drinstehen, es ist ja eigentlich mehr so eine durchgehende Versorgung mit Kalorien von Ankunft bis Abreise, die vielleicht in den Nachtstunden mal so um 20% runtergefahren wird, aber es sind ja jetzt nicht punktuelle Mahlzeiten, es ist ja mehr so ein kontinuierlicher Stream. Ja, so war. Ja. Aber du bist unterbrochen worden, jetzt darfst du auch weiter. Genau, ja, also vielen Dank nochmal an die Innenküche und meine Silbergorillerin hier, Silberrückengorillerin. Wir haben irgendwann festgelegt, dass wir jetzt jemanden brauchen, der nicht nur draußen rumbrüllt, das bin dann ich, sondern dass wir auch jemanden brauchen, die drinnen rumbrüllt. Und das haben wir dann, glaube ich, ganz gut auf die Reihe gekriegt. Vielen Dank natürlich auch an die beiden, die jetzt gerade nicht hier oben sitzen, nämlich Kai, der hoffentlich gerade das Mittagessen vorbereitet.
Und da hinten ist er gut. Läuft bei uns. Das Essen macht sich heute selber. Sven ist, glaube ich, noch da. So. Ach so. Nee, der hat sich vorhin verabschiedet. So. Vielen Dank an TJ, der, glaube ich, auch gerade nicht da ist. Und vielen Dank auch an den nur einmal Sven, der auch großartig geholfen hat. Und natürlich an alle anderen, die drinnen und draußen und abräumen und so weiter, Teller hinterherbringen. Und hey du, nimm mal das hier und bring es nach oben. Aber ich will doch gerade aufs Klo. Oben ist auch ein Klo. Spülmaschine, check. Oh ja, und fürs Anschließen der Spülmaschine an Jack nochmal vielen, vielen Dank. Und fürs Reparieren der Kaffeemaschine und der Heizung und naja. Das ist großartig bei so einem Treffen, wo so viele unterschiedliche Menschen zusammenkommen. Oft ist dann doch noch eine Expertin da irgendwo dabei, die dann das irgendwie richten kann. Es geht nicht ohne. Es ist ja auch das Ding mit dem Delegieren. Ich meine, viele Sachen kann man delegieren, von wegen trag A nach B. Nur wenn ich selber gar nicht mehr so, oder ich habe ja nicht unbedingt immer ein detailliertes Rezept, wo drin steht und dann schmeißt du das in den Topf und dann schmeißt du das in den Topf. Und dann hat man halt Leute, die können helfen, sag ich mal, in der Küche, im Sinne von, okay, das hier soll ein Dollar-Gericht werden. Entschuldige, ich gestikuliere weniger. Das hier soll ein Dollar-Gericht werden und dafür muss das, das und das kleingeschnitten werden. So, wenn man jetzt keine Ahnung hat, was Dollar-Gericht ist, dann weiß man nicht, wie klein man schneiden soll. So, und dann habe ich eine Sache groß und eine Sache klein und das kann ich dann zwar zusammen im gleichen Topf kochen, aber dann werden sie zu unterschiedlichen Zeitpunkten gar. Das ist ja ein Trick. Ja, kochen. Aha, das muss man wissen. Genau. Das muss man wissen. Ja, und einige Leute wissen es halt nicht, was ja auch vollkommen okay ist. Nur ganz ehrlich, an die Leute kann ich es dann halt nicht delegieren. Das ist halt doof. So. Und naja, aber das lief ja. Nur mit dem Geodreieck daneben, ne? Und einer klaren Angabe. Also 8x8 Kantenlänge, dann geht es. Ich habe einen Messschieber dabei. Liegt neben der Tunnelbohrmaschine. Ganz herzlichen Dank an die Innen- und Außenküche und auch an die Spülküche und alle, die da schon mal mitgewirkt haben. Jetzt gerade schon in den Startlöchern, aber jetzt endlich auch zu Worte kommt der Udo, der mir aufgefallen war am ersten Abend, als du irgendwas Saures und Sauer, Whisky Sauer hast du irgendwie verteilt. Und dann habe ich gedacht, was für ein geniales Wortspiel, ne? Der Udo Sauer verteilt Whisky Sauer. War gar nicht so gemeint, ne? Das ist einfach lecker. Was hast du denn sonst noch da in der Küche, in dem Schiff zusammengestellt? Gestern standen wir da, ich weiß nicht, wer es war. Ich hatte da meinen Teller abgestellt und dann guckten wir so hoch und die Flaschen waren alle voll. Und der Teilnehmer, der auch der Nacht da gewesen ist, hat gesagt, wieso ist denn da jetzt noch so viel? Das kann doch gar nicht mehr so voll sein. Wir haben ja die Bar wurde ja von Privatvorräten aufgefüllt. Große Spender, nicht so große Spender, jeder, was er hatte. Und es hat bis jetzt gereicht. Finden wir gut. Also wer nächstes Jahr kommt, bringt mit, was weg muss. Das kriegen wir schon los. Ach so, ein großes Reste trinken. Alles klar. Also bei der Silvesterparty eine Flasche mehr kaufen. Und genau, dann also diese ganzen Cocktails wurden jetzt nicht von dem Eintrittsgeld bezahlt, wollte ich damit nur sagen, sondern das waren alles Spenden. Oha. Ja. Okay. Ja, toll. Und danke, dass du dich so schön darum gekümmert hast. Oder hattest du auch eine Crew und Helfer? Ich habe dann mir immer irgendwie ein paar Leute geschnappt und gezeigt, guck mal, so geht das. Ja. Und bin dann weggegangen und sah immer andere Leute mit Bechern. Also es hat funktioniert. Seid ihr euch denn über die Größe der Eiswürfel einig geworden oder gibt es da auch unterschiedliche das Dimensionen, macht ja die man beachten muss? Ja, je größer, desto besser. Ach, okay. Bei Eiswürfeln. Oh. Es macht die Größe. Okay, ich glaube, von der Orga haben wir jetzt ungefähr alles. So, grob. Ich weiß jetzt nicht. Dann schalten wir mal den Fokus auf euch. Ihr habt ja hier jetzt auch die Orga im Live-Betrieb erlebt und vor allen Dingen habt ihr aber auch das Potsdam als solches erlebt. Und ich glaube, hier sind natürlich eine Menge Verbesserungsvorschläge schon intern aufgefallen und die Listen, was man besser machen kann, wachsen an. Aber vielleicht können wir noch eine Menge dazulernen, wenn ihr uns eure Eindrücke mitteilt. Ich würde das Mikro einfach mal kreisen lassen. Da steht zwar eins auf dem Ständer, aber bevor ihr jetzt alle aufsteht und dahin lauft, Live-Studio. Das kann da auch rausgenommen werden. Die Claudia ist so mutig. Super. Lässt du es einfach mal kreisen? Ich kann auch einfach gleich mal anfangen. Super. Also gleich allererster Punkt, riesengroßes Dankeschön an die Orga. Ich weiß selber aus teils leidvoller Erfahrung, dass das ein voll Arbeit ist, also sowohl von der Privacy Week als auch von der Subscribe jetzt der letzten und alle Achtung, es ist ein saugeiles Event geworden und auch großen Dank an die Küchencrew, super cool mit Verpflegung und allem.
An alle, die, ich glaube, es war primär der Sebastian, ne, der an diesem Mein Podstock rumprogrammiert hat. Grandioses Ding. Wir haben auch schon mal so kurz angemerkt, dass das würden wir uns vielleicht gerne für die Privacy Week wieder mal ausborgen. Sehr, sehr geiles Teil. Lars, kannst du da auch was zu sagen? Hast du da irgendwie mit zu tun? Mein Beitrag ist so minimal und das ist keine Übertreibung oder Untertreibung. Das okay, ist, ich hatte das Gefühl, Sebastian, dass du im Hintergrund da auch so ein bisschen gesammelt hast. Ich habe versucht, so. mich reinzuarbeiten in dieses System, aber die Zeit reichte nicht. Also ich habe 2-3 winzig kleine Kurzzeiten dafür geschrieben. Es ist Sebastians Werk. Es ist so Plan, dass nächstes Jahr die Sachen ein bisschen mehr verteilt sind, wenn bei mir zeitlich alles ein bisschen normalisiert ist. Will ich gerne tiefer mit rein, aber im Moment Credits komplett an Sebastian. Ja, großes Kino. Irgendwas wollte ich noch sagen, jetzt habe ich aber gerade den Faden verloren. Gebe einfach mal das Mikro weiter. Was ist los? Du sollst fragen, wie gut es war. Also ehrlich gesagt, das war lang genug. Ich habe alle satt. Alright, nein. ich habe natürlich, ja, jetzt ein paar Jahre wollte ich eigentlich hierher und ich freue mich natürlich wie ein Schnitzel, dass ich hier bin. Wie ein Schnitzel, sehr gut. Wie ein Schnitzel, wenn es blitzt sogar. Dankeschön. Ja. Von dir wissen wir jetzt, dass es innen beleuchtete Stricknadeln gibt. So was hatte ich ja noch nie gesehen. Die sind total geil. Claudia nochmal. Ja genau, ich habe das Mikro wieder gekriegt, weil mir wieder eingefallen ist, was ich sagen wollte. An den Udo eigentlich. Grandioser Ultraschall-Support. Ah. Strategisch hat er mir den Whisky Sour vorher gegeben und ich muss jetzt zu Hause gucken, dass ich das reproduziert kriege. Aber super cool, dass man hier halt auch einfach jeden fragen kann. Somit, okay, ich habe hier ein Ding, ich mache das seit Jahren so. Hey, das geht übrigens einfacher. Ach, gucke. Grandioses Ding. Also cool, dass das hier halt auch ja, so supportmäßig so geil läuft. Und auch bei allen anderen Teilnehmenden, die da sind, jeder und jede in ihrem Fachgebiet, dass man einfach hingehen kann und so auf Augenhöhe einfach dann auch mal, ja, guten Rat und so weiter kriegt. Geile Sache. Danke euch. Entschuldigung, dass ich mal eben eingreife, aber im Hintergrund findet gerade ein Workshop statt. Ich weiß nicht genau, wie das heißt. Irgendwas mit Poi? Poi. Poi. Wir haben heute Nacht eine Feuer-Poi-Show gesehen, die spontan gekommen ist und jetzt sind ganz viele Teilnehmerinnen unter 18 offenbar dabei, das zu lernen. Das ist ein wunderbarer Anblick. Also das ist ganz, ganz großartig. Also ich will euch nur kurz aufmerksam machen und Dankeschön sagen für die Teilnehmerin, deren Namen ich nicht weiß, aber die sich da kümmert. Toll. Inga? Das ist ja sowieso... Inga? Juna. Jula. Juna. Aber das ist ja was, was ich Lena? Sowieso... Juna. Wie der Juni, bloß mit A hinten. Juna, ach so, okay, ja, toll. Entschuldigung, jetzt ist Erik dran. Hallo, ja, ich fand die Veranstaltung, dieses Podstock dieses Jahr sehr rund. Ich fand, also Podstock ist ja immer schon so ein bisschen wie eine Hängematte, da kann man sich dann reinlegen lassen und dann ist hier so eine total entspannte Stimmung. Und für mich hat der eine Tag mehr total ausgemacht, noch mehr in die Entspannung reinzukommen, weil in den letzten Jahren, also gerade letztes Jahr, waren zum Teil 4-5 Sachen parallel. Da war man doch schon immer, also ich war da sehr getrieben zum Teil und jetzt gehst du jetzt dahin oder dahin und dann verpasst du hier was und dann verpasst du da was. Aber das Gefühl hatte ich dieses Jahr jetzt überhaupt nicht. Und zum Thema Kritik, ich habe keine Kritik dieses Jahr, weil es war einfach, wie gesagt, eine sehr runde Veranstaltung und man verbessert sich ja auch immer mit den Jahren und das ist echt irgendwas entstanden, was, ja, wo es, finde ich, wenig zu meckern gibt. Kann man nicht meckern, also ist gelobt genug. So ein Mist, man kann doch nicht mal meckern. Ja. Dankeschön, Erik. Ja, das Mikro geht weiter, wer immer möchte, also niemand muss, ja, das ist wie immer, also wie immer vorher, wer immer Lust hat, kann was gerne was sagen. Zweites Podstock, ganz kurz, vielen Dank, es waren echt tolle Leute, ich freue mich jedes Mal herzukommen und eine Mikroanekdote, ich fand diesen Sturm fantastisch. Beim ersten Podstock hatte ich die Wahnsinnsidee, also in der Jugendherberge, da schnarchen alle, also zähl dich doch,
Ich kam an, das Zelt links von mir, das Zelt rechts von mir, das Zelt vor mir, alle haben geschnarcht. Dieses Jahr Unwetter, es hat mega gesaust und geprasselt, kein Schnarchen zu hören, wunderbar geschlafen, vielen Dank. Ja, ich kann auch nur Lob aussprechen. Also es hat nach meiner Wahrnehmung alles super geklappt. Jetzt sind wir das zweite Mal hier. Ich hatte auch das Gefühl, dass wir uns hier viel mehr eingegroovt haben. Wir bespielen den ganzen Laden hier komplett anders und viel, viel runder. Fühlt sich richtig gut an. Auch einen Tag länger, tut überhaupt gar nicht weh. Hätte ich auch nicht gedacht. Nein, doch, hätte ich gedacht. Wusste ich vorher. Und ich finde es echt schade, dass wir jetzt länger warten müssen als vorher. Eine Klitzekleinigkeit wäre vielleicht noch am Schichtsystem dran denken, dass wir jemanden mitbeauftragen, der ab und zu mal in den Stream reinhört. Denn da hatten wir ein paar Mal den Fall, dass es keinen Ton gab oder kein Bild oder irgendwas. Aber das ist Kleinkram. Das ist das Einzige, was mir aufgefallen ist, was man vielleicht verbessern könnte. Ja, aber nicht unwichtig, weil zumindest die Rückmeldung war zum Beispiel von Ludger beispielsweise, der am ersten Tag intensiv mitgehört hat, der nur einen Tag kommen konnte, der wusste aber dann zumindest schon, was vorher passiert ist. Und ja, also das Stream wird offenbar doch auch genutzt. Dann sollte es auch funktionieren. Ein Camper, ja, vielen Dank für die Campingmöglichkeit, das war grandios. Alle Lobs, die ausgesprochen wurden, möchte ich mich der Kürze halber einfach anschließen. Mir ist aufgefallen, dass hier viele Kinder und Jugendliche auf dem Platz sind, die völlig problemlos hier mitschwimmen, von früh bis abends, die zeigen, dass es auch mal ohne YouTube und ohne PlayStation geht. Das war für mich wirklich jetzt auch wieder da hinten, du hast ja darauf hingewiesen, grandios, wie das läuft und es einfach zu erfrischend zu sehen, dass sie dabei waren, auch teilweise bis spät abends und selbst das mit dem Tobi hat sie, glaube ich, nicht so geschreckt, wie wir befürchtet hatten. Ja, vielen Dank, ich hoffe, dass ich mal wiederkommen kann. So richtig ablästern, weil niemand meine Stimme erkennen wird. Hi Becky! Hallo Becky! Ja, ich möchte mich bedanken für nach dem beliebten Eternal Buffet dieses Jahr Eternal Geburtstag. Also es war mir eine Freude, meinen Geburtstag hier mit euch begehen und feiern zu können. Ich kann mir wenig Schöneres vorstellen, außer vielleicht, dass meine Stimme dabei noch ein bisschen besser am Start gewesen wäre. Es war total merkwürdig, dieses Jahr herzukommen. Ich hatte einfach vorher richtig viel Stress und konnte dieses Jahr nicht bei der Orga so mitmachen, wie ich mir das gewünscht hätte. Und ich hatte das Gefühl, ich weiß alles gar nicht und ich muss immer so vorbereitet sein eigentlich. Und kam hierher und konnte einfach trotzdem wie immer an allem mitwirken und mitmachen. Das war wunderbar. Und ich unterstütze auch das Lob für den Tag mehr. Das war wirklich hervorragend und sollten wir unbedingt beibehalten. Ja, ich habe vielleicht eine kleine Anregung, nicht unbedingt Kritik. Mir ist das vor allem deswegen aufgefallen, weil ich ein bisschen kränklich hier angekommen bin, ohne Stimme. Und ich finde es immer ein bisschen unangenehm, wenn so direkt neben einem eine Zigarette angezündet wird. Ich will ja jetzt niemandem irgendwie auf die Füße treten, aber vielleicht wäre es in den nächsten Jahren sinnvoll, irgendwo einen Raucherbereich auch einzurichten. Da geht also Nichtraucherinnenschutz durchaus ein bisschen vor. Also das wäre so meine Anregung. Das ist halt beim Essen unangenehm, das ist, wenn man irgendwie gemeinsam sitzt, irgendwo gerade bei den Vorträgen. Ich bin dann schon ein paar Mal woanders hingegangen, weil es mich dann also wirklich, also A, wegen des kratzigen Halses, den ich hatte, gestört hat, aber auch grundsätzlich tatsächlich sehr unangenehm ist, wenn das von allen Seiten so kommt. Ansonsten muss ich auch sagen, super Veranstaltung, alles super durchorganisiert. Ich habe da also an der Veranstaltung selber gar nichts zu meckern. Finde besonders schön, dass man sich dann auch schon im Vorfeld absprechen kann. Ich hatte auf Twitter, glaube ich, mal irgendwie angedeutet, dass meine Gameboys nicht mehr gingen, als ich Claudia direkt eingeschaltet und dann Kontakt hergestellt. Das haben wir gestern alles geregelt und das fand ich ganz toll und ganz familiär und ich freue mich auf nächstes Jahr. Genau, die Kontakte hat Clemens dann gemacht. Vielen Dank. Genau. Ja, das war ja jetzt mein erstes richtiges Podstock. Letztes Jahr war ich ja nur ein paar Stunden hier. Und eigentlich gibt es nur etwas zu sagen, das mich ein bisschen gestört hat, dass bei dem Podcast, bei dem ich richtig schön doll lachen konnte, die Leute um mich rum nicht mich doof angeguckt haben, so, warum lacht der Typ denn jetzt? Sondern alle mitgelacht haben, so wie bei, wie bei What's in Your Pants, und denen ich auch definitiv jetzt subscriben werde und dann
bisher überhaupt gar nicht so richtig auf dem Schirm hatte. Das muss ich jetzt ändern. Ansonsten wünschte ich mir noch, dass irgendjemand sich mal outet, der vorgestern Nacht so Mette-Songs für sich selber gesungen hat und ordentlich gegrowt hat. Okay, derjenige, entweder outet er sich nicht mehr oder ist schon wieder abgehauen. Nee, also hier guckt schon jemand ganz demonstrativ in den Himmel. Ich habe es getwittert. Oh. Nee, aber ansonsten war es auf jeden Fall sehr, sehr angenehm und ich wünschte, ich hätte gestern nicht so viel Kopfschmerzen gehabt, dann hätte ich es noch mehr genießen können. Aber man kann nicht alles haben. Dankeschön. Ich wollte auch Danke sagen. Gerade auch an den Platzwart, der es wunderbar gemacht hat, dass alle Wohnwegen so stehen, wie sie jetzt stehen. Ich finde auch, dass die Barrierefreiheit für Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer wieder total gut gelaufen ist. Insbesondere dir, Martin, möchte ich danken für diese wunderbare Möglichkeit, mich da an dem Rasenstück hochzuziehen. Das hat mir sehr viel Erleichterung verschafft. Vielen, vielen Dank. Und ansonsten kann ich mit dem Lob für das Festival hier nur anschließen. Eine Sache noch zum warmen Wasser. Ein Festival mit warmem Wasser ist kein Festival. Zu dir, Björn, ist mir noch was eingefallen. Was ist ein kotzendes Einhorn schon gegen einen hüpfenden Rollstuhl? Ein aufgeblasenes Gummitier. Du hast die Bühne getestet und hast hier, ich weiß gar nicht, wie nennt man das, diese Art von Tanzen? Was auch immer. Also zwischendurch, das war mit Sicherheit der Lasttest für diese Elemente. Ansgar dreimal gefragt, was okay ist. Er hat dreimal Ja gesagt und dann habe ich ihn. Aber wenn Ansgar das sagt, na dann, ist alles gut. Wir wissen zwar nicht, welchen der Ansgar ist, aber okay, das war großartig jedenfalls. Wo ist das Mikro? Wer hat es? Ach da, okay. Ja, hi. Ja, im Großen und Ganzen ist alles gesagt worden, was gesagt werden muss. Halt noch nicht von jedem, aber das machen wir alles in unseren Sendungen. Ich gebe das Mikro direkt weiter. Ich möchte nur eine Person vielleicht vor einer großen Traurigkeit bewahren. Wer einen Fujitsu-Laptop hat und glaubt, er hat sein Netzteil eingepackt, der möge nochmal nachgucken. Vielleicht liegt es auf dem Tisch. Und falls er den Lovo-Netzteil bei sich findet, kann das einfach liegen lassen. Okay. Da haben sich Teile vertauscht. Ja, also von meiner Seite gibt es auch nichts mehr hinzuzufügen. Hat irgendwie gut geklappt. Auch wenn ich irgendwie dreimal das Frühstück verpasst habe, aber das muss halt auch mal sein. Ja, bitte. Ja, Ronny hat wieder den Hefe-Bernd mitgebracht, so wie Claudia uns den Sauerteig gebracht hat. Udo, das wäre doch eigentlich dein. Naja, okay. Das kann man nicht trinken. Ja, ich weiß, er heißt auch sauer, aber jetzt habe ich nur mal mit ihm angefangen. Na gut. Also ich will das Lob jetzt nicht nochmal auswalzen. Ich sag mal bloß plus eins. Und ich bin ja auf den Fahrdienst erheblich angewiesen gewesen, weil ich ja ohne Auto und dann hier nicht gewohnt vor Ort. Das war super. Ich hatte in dem Chat noch auf die Frage eines Besorgten, wie man den Abholer oder die Abholerin erkennt, noch gelästert. Ja, da steht jemand mit einem Schild wie bei Pauschalreisen. Da steht dann eben Bus Potsdok drauf. Und als ich dann aus der Bahnhofsunterführung hochkam, stand da Tatsache ein breitbrüstiger Mensch mit einem Potsdok-T-Shirt. Und damit hatte ich in gewisser Weise recht. Und mein abendlicher und morgendlicher Transport zum Hotel wurde von einem hier anwesenden Menschen auch auf dem Weg zu seiner Unterkunft ganz liebevoll gemacht. Bei dem möchte ich mich auch nochmal vor versammelter Mannschaft bedanken. Das ist der Tobias Migge gewesen. Und bereits auf diesen Fahrten konnte ich interessante Gespräche führen, die ich dann hier so fortgesetzt habe. Großartig, mein erstes Potsdok, nicht mein letztes. Ja, ich habe jetzt nochmal ganz harsche Kritik. Die besteht nur aus einem Wort und das heißt pur. Ja, ich habe nicht viel zu sagen. Einfach danke an alle. Danke, Jonas. Bitte. Ich habe ja nur letztes Jahr einmal ausgesetzt und deshalb habe ich mich ganz besonders gefreut, dieses Jahr wieder hier sein zu können, weil es einfach unfassbar schön ist, all diese bunten Menschen zumindest irgendwie zwischendurch mal sehen zu können. 2 Jahre war jetzt eine wirklich sehr, sehr lange Zeit. Das hat mich
ganz viel berührt und habe auch in diesem Jahr wieder ganz viele neue noch mit dazu kennengelernt. Es ist einfach toll, dass alle Menschen, die hier sind, so sein dürfen, wie sie eben alle sind, in ihrer Unterschiedlichkeit, in ihrer Buntheit. Podstock ist, finde ich, was das angeht, sehr, sehr einzigartig. Das macht es aus. Und ich komme wieder. Ich möchte mich entschuldigen. Auf den T-Shirts hinten sind die Logos der Podcasts und es ist mein Podcast, der viereckig ist und nicht so schön angedingst. Also er fällt raus. Ich habe von mehreren gehört, dass es sie nervös macht. Ihr seid damit nicht allein. Ich war nicht daran beteiligt, aber vielleicht trägt es ja dazu bei, nicht zu vergessen, dass es meiner ist. Nein, aber ich freue mich, dass es die T-Shirts gibt und dass wir so hinten drauf sind. Ich finde das eine tolle Idee und fände es toll, wenn sich das über die nächsten Jahre auch weiter etabliert. Nur eben vielleicht einheitlich, ja. Danke, Hanna. Hanna, du bist mir entgegengekommen, als du gekommen bist und hast gesagt, das ist wie nach Hause kommen und hast im Sinne, was Tobi gerade sagte, auch gesagt, das ist dieses Come-as-you-are-Gefühl und das hat mich sehr beeindruckt. Ja, also, ja gut, Come-as-you-are ist es für mich gar nicht so, es ist mehr so ein, ich weiß auch nicht, ich habe das Gefühl, wenn wir uns trennen, dann ist das so, als wenn wir einfach nur kurz Pause machen. Und wenn wir dann zu Hause sind, können wir einander hören, wir sind noch in Verbindung. So wie man das halt dann bei sich zu Hause in der Familie vielleicht hat, dass man sich im Messenger hat, dass man sich über einen Podcast hört. Und wenn wir dann wieder zusammenkommen, ist es einfach so, als würden wir endlich mal wieder im gemeinsamen Wohnzimmer sitzen oder so. Also familiär ist es natürlich, aber wir sind ja auch so verbunden, geistig. Hier manifestiert es sich und das ist toll. Ja, ich war auch mal wieder sehr begeistert und werde, wenn es irgendwie geht, nächstes Jahr auch wiederkommen. Gerne auch wieder einen Tag länger als nur ein Wochenende. Das fand ich besonders toll. Das hat, wie schon jemand gesagt hat, sehr zur Entspannung beigetragen, auch bei mir. Es gab ein paar Highlights, zum Beispiel What's in Your Pants. Habe ich letztes Jahr ein bisschen vermisst. Ein anderes Highlight hatten wir auch noch. Das war für mich ein bisschen überraschend. Ja, und ich fand auch das mit den Feuerpoys gestern Abend sehr, sehr schön. Das können wir auch gerne mal wiedersehen. Ja, mehr habe ich eigentlich nicht zu sagen. Ja, ich kann mich im Prinzip auch fast von meinem Vorredner anschließen. Also wobei ich sagen muss, als Höhepunkt fand ich wieder mal das Sterne gucken, wo wir diesmal halt ein Vierteljahr früher da waren und einen anderen Himmel hatten, aber trotzdem wieder eine sehr tolle Sicht. Und es ist immer wieder überraschend, hier hinzukommen und der Sastikel hat schon gesagt, hier kommt da hin und baut eine Sternwarte hin, das lohnt sich hier irgendwie. Weil egal wann man kommt, einen Tag erstmal hier die Lightshow gewesen, da war schon, oh, das wird nichts, und am nächsten Tag wieder ein sternklarer Himmel. Dankeschön. Ah, Juna. Richtig, Juna? Ja. Ach, Gott sei Dank. Du bist das mit dem Feu, ich weiß nicht, wie es heißt. Klär mich auf. Und was ist dein Eindruck? Das ist Feuerpoi gewesen. Das ist so eine brennendes Kevlar an einer Kette, was man halt durch die Gegend schwingt. Weiß nicht, hast du gestern gesehen? Ja, ich habe das gestern gesehen. Aber ich kannte den Begriff Feu nicht. Also das Feuerpoi. Feu. Feuerpoi. Ach, Poi. Ach, oh mein Gott. Egal, ich werde das nachlesen. Ich werde das mit eurer Hilfe nachlesen. Jo. Machst du einen Podcast zu dem Thema? Wenn ich die Möglichkeit dazu bekommen, könnte ich das ja mal versuchen. Jetzt ja. Okay.
Okay, aber du bist, ich vermute, zum ersten Mal da. Jedenfalls sind wir uns bisher noch nicht über den Weg gelaufen. Ja, ich bin zum ersten Mal hier. Und ich finde es gut, dass ich dafür, dass ich zum ersten Mal hier war, mich so gut einbinden konnte. Vielen Dank, dass ich die Feuerball-Show machen konnte. War zwar nur eine kleine, aber ja. Und auch so hatte ich die Möglichkeit, mit Nutshell einen kleinen Podcast zu machen. Und ich fand auch die Quiz-Show sehr spannend. Also vielen Dank. Dankeschön. Und es ist ein wunderbares Bild, über deine Schulter zu schauen und die Kinder im Hintergrund mit den, was immer sie heißt, Poise üben. Ja. Üben zu sehen. Wunderbar. Ja, genau. Also ich bin ja auch das erste Mal dabei. Wir beide sind ja zusammen hierher gekommen und so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen worden auch. Was ist eigentlich bei diesem Event? Was passiert da und so? Ne? Also ich finde zum ersten Mal auch die Location ziemlich cool, dass hier auch diese Hühner frei rumlaufen und Katzen und weiß der Geier und die Frösche quaken und so. Und die vor allen Dingen muss man auch nicht so weit vom Zelt zum Auto. Also das ist die Location ist super auf jeden Fall. Die Leute auch. Also wir haben uns auch prima unterhalten mit vielen Leuten hier. Und auch das Essen war super, ne? Also ihr habt ja da aufgefahren, verschiedene Speisen, alles dabei gewesen. Und generell, also ich denke, wir sind auch beim nächsten Mal wieder dabei. Ja? Dankeschön. Ja, also an Lob kann ich nichts mehr hinzufügen. Ich hätte da nur einen Verbesserungsvorschlag, und zwar am Eingang des Geländes ein Schild für die Zecken aufzustellen, dass sie hier nicht erwünscht sind. Ich kann mich meinen Vorrednern auch nur anschließen und ich wollte noch eine kleine Anekdote loswerden. Wir waren gefühlt 5 Minuten hier, vielleicht 10. Da kam mein Sohn schon an, können wir nächstes Jahr hier wieder hinfahren? Und ich wollte auf jeden Fall nochmal die Chance nutzen, es konnten ja einige dieses Jahr nicht herkommen, so unter anderem auch Dela. An die Leute wollte ich einfach mal einen kurzen Gruß schicken und hoffen, dass sie nächstes Jahr wieder mit bei sein können. Wunderbar, danke. Kurzer Gruß ist ein gutes Stichwort. Noch ist die Podpost aufgebaut. Also wenn euch noch Podcasterinnen und Podcaster einfallen, denen ihr noch Grüße schicken wollt, nutzt die Chance, macht das. Ich glaube, die freuen sich über Post. Ich fand da alles gut. Mir ist mal wieder aufgefallen, wie viele musikalische Leute da sind und auch nach dem Text von Tobi gestern. Wir hatten ja mal den Gedanken mit dem Podstock-Chor, das hat dieses Jahr noch nicht geklappt. Vielleicht nächstes Mal oder der Wassenkrach dann doch live auf der Bühne. Ich bin für ein bisschen mehr Musik auf dem Podstock. Aber sonst war alles zauberhaft. Das Mikrofon wandert noch. Aha. Ich glaube, der Lobhudelei an das Orga-Team brauche ich mich nicht mehr anschließen. Das ist ja genug gesagt worden und war super toll. Ich bin mit sehr gemischten Gefühlen hier angereist, weil ich nicht wusste, was für Menschen mich hier erwarten. Und kann nur sagen, ganz großes Lob an alle Leute, die hier waren. Man ist super aufgenommen worden, es waren alle freundlich und ganz toll. Danke nochmal. Ich hab noch was vergessen vorhin. In der Disziplin Küche hat Podstock gegen die Subscribe wohl mit einem 10-0 gewonnen. Ja, ich kann im Endeffekt bloß sagen, so als Frischling, was mich am meisten fasziniert hat, das waren die Menschen. Und ja, klar, also es gibt noch eine ganz große, geniale Sache, die ich wirklich super fand. Das war der Duschsensor. Weil ich wirklich so als Morgenmuffel und als Frostbrocken immer eine Motivation brauche, aus der Dusche zu kommen. Und wenn dann da stand frei, dann war die doch schon gleich ein bisschen größer. Nee, ansonsten, also ich fand es ganz, ganz fantastisch. Es wird mir schwerfallen zu fahren. Super. Ist auch beim nächsten Mal, bin ich wieder dabei. Ja. Da gibt es noch eine spontane Zusatzmeldung. Das Mikro fliegt. Ich wollte mich eigentlich nur mal für die Butter im Haar bedanken. Die hat mir den einen Abend auch sehr versüßt. Hä? Erklär das mal. Ja, bitte. Der Rest hat einfach einen super Lagerfeuer-Gig verpasst. Wir haben auch leider keine Aufzeichnung, aber wir sollten das nächstes Mal wiederholen. Einmal mit Profis. Da wurde offenbar gesungen.
Ja, das Mikro geht in die Technik, aber die Technik ist sprachlos, offenbar. Philipp. Sie sind alle sehr höflich und schütteln den Kopf. Sie schweigen das weg. was mir selber noch aufgefallen war, war ein Tweet von Frank, der nach Hause geschrieben hat, das ist hier eine alte Jugendherberge, so alt, dass selbst der Jugendherbergsverband sie schon aufgegeben hat, so in Privathand über. Aber es steht ungefähr das allerneueste Auto vor der Tür, was es überhaupt geben kann. Und es kommen Leute, die mit glänzenden Augen sagen, boah, ich bin 249 km/h auf der Autobahn gefahren. Und gleichzeitig werden hier drin die Thesen von Greta Thunberg diskutiert. Also diese Bandbreite einfach wunderbar. Und das finde ich, das macht Potsdok einfach immer wieder schön aus. Gut, ich muss noch ein Dankeschön anhängen, weil gerade das Sternegucken erwähnt worden ist. Du bist nicht auf dem... Jetzt? Ah, okay. Ich muss noch eben ein Dankeschön anhängen, weil beim Sternegucken war ich dieses Mal nicht allein mit einem Teleskop. Der Tobi Bayer kam kurzfristig mit seinem eigenen Teleskop noch mit dazu und so konnten wir dann zwei Beobachtungsplätze aufmachen und jeder konnte ein bisschen häufiger gucken. Das fand ich ziemlich spontan, ziemlich cool. Tobi, vielen Dank dafür. Tobi winkt. Ja, so leid es mir tut, wir müssen so langsam zum Ende kommen. Wir haben so viele Gedanken eingesammelt. Mittag. Gedanken ausgetauscht. Ja, es gibt doch einen guten Grund, hier von der Bühne zu verschwinden, weil das Mittag droht. Ich habe noch zwei Orga-Sachen, und zwar wer einpackt und seinen Kram noch irgendwo lagern möchte, am besten in den langen Gang. Hinten, also der lange Gang zu den Unterkünften, da kann man Sachen abstellen ganz gut. Und Menschen, die tatkräftig mit abbauen wollen, mögen bitte nicht an Strom- und Netzwerkdinge drangehen. Da könnten sonst komische Dinge geschehen. Also alles, was wo Stecker dran sind und Kabel, einfach in Ruhe lassen. Alles andere könnt ihr gerne anfassen und einpacken. Damit ist Dafür haben wir auch Schichten angelegt, zum Beispiel, wer mal gucken möchte. Mit was denn? Fürs Abbauen. Auch genau. Schichtplan. Ja, okay. Es fehlen mir noch Menschen, die die Küche mit sauber putzen und so. Ja, okay. Also es ist noch nicht vorbei, auch wenn der offizielle Teil vorbei ist. Wir haben auch noch Bernd. Ach, hey. Ich werde gerade gewunken. Möchtest du das Mikro nochmal haben, Gisch? Habe ich das richtig verstanden? Es ist auch noch Bernd da. Ich glaube, wir müssen den dann nochmal irgendwie in den Ofen tun oder so. Aber nicht da unten. Ach so, ich dachte, der hilft. Sondern den in der Küche. Es ist inzwischen so... Bernd hilft nicht putzen, eher andersrum. Hinter dem muss immer hergeputzt werden. Das heißt, wir kommen jetzt von der offiziellen in die inoffizielle Potsdok 2019-Szene und ich wollte aber ganz zum Schluss dem Sebastian noch danken, der dieses Mal nicht ganz bühnentauglich ist, aber ohne ihn und sein Engagement gäbe es diese Veranstaltung nicht und wir haben jetzt viel geklatscht für alle, die hier mitgewirkt haben. Wir sollten auch Sebastian. Ich habe ja gesagt, wir machen das wie beim chinesischen Parteitag. Jeder klatscht für jeden. Das ist genau so, wie es ist. Und jetzt danke ich uns für ein schönes Potsdok 2019, also denen und euch und mir. Und hoffentlich sehen wir uns 2020 wieder. Eine gute Reise, falls ihr nach Hause fahrt jetzt und falls ihr noch ein paar Stunden im inoffiziellen Potsdok hier verbreitet. Auch dafür eine gute Zeit und vor allen Dingen einen guten Appetit. Tschüss zusammen.